Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ein Spiel, ein Bierchen und eine Stunde Zeit. Heute mit Prince of Persia. Dem mittlerweile, glaube ich, zu dem Zeitpunkt von 2008 ist das Spiel. Zweiten Reboot. Es gab insgesamt drei. Ich habe mit der Serie nicht so viel Berührungspunkte, muss ich tatsächlich mal sagen. Das ist das zweite Spiel, was ich ausgiebig gespielt habe. Von Ubisoft, ihr seht. Montreal. Die Kanada, ich habe das Ur-Prince of Persia relativ viel gespielt, auf dem Master System und auf dem PC. Damals nämlich heimlich in der Schule, im Informatikunterricht. Da hatte das irgendwer installiert auf allen möglichen Rechnern, unter anderem auch Doom. Also ich habe da nicht viel Informatik gelernt, wobei auch der Lernstoff eher so, nebensächlich war. Und dann war halt auch Prince of Persia gespielt. Das Ur-Prince of Persia finde ich immer noch eine grandiose Sache. Das hier ist ein bisschen anders. Es gab zwischendurch noch eine Trilogie, die sehr, sehr gut ankam bei den Fans und bei den Kritikern, aber für mich war das nichts. Das Ding hier habe ich für ein Appel und ein Ei gekriegt. Es hat ein wunderschönes Spiel in Cell-Shading-Look mit ganz, ganz tollen Sprechern, wie ich finde. Wir gehen mal auf die Optionen, weil ich habe das zwar auf der 360 schon mal gespielt, aber das ist jetzt die Version, auch die 360er-Version, aber abwärtskompatibel für die One. Und da habe ich noch keine Einstellung getätigt. Das habe ich noch nicht mal ausprobiert. Das ist nämlich vor ein paar Tagen erst. Ja, wir machen die Tore jetzt mal rein. Vor ein paar Tagen erst in die Liste der abwärtskompatiblen Spiele reingekommen. Aber das ist schon mal so von der Sprache eingestellt, wie ich das gerne habe. Untertitel sind auch drin, das irritiert mich ein bisschen. Dies macht mich ja fertig. Na, die Steuerung werden wir sowieso erklärt kriegen im Tutorial. Muss ich auch. Und das ist so ganz anders als die normalen Fernseher-Spiele. Hier habe ich doch schon alles eingestellt, ich Dödel. Gut. Die Liste von der Hintergrundstory und überhaupt, und hast du nicht gesehen. Wir machen ein neues Spiel an. Ja, ist doch in Ordnung. Ich glaube, es gibt auch gar keinen Schwierigkeitsgrad, aber das ist bei dem Spiel auch nicht so schlimm, das ist nicht allzu schwer. Wenn man irgendwo runterfällt, startet man direkt an dem Punkt, wo man abgesprungen ist. Bitte musst du. Du weißt, worum ich dich bitte. Wenn dein Wunsch erfüllt ist, dann erfülle mir meinen. Das Spiel hat für mich einen grandiosen Artstyle. Ich weiß, das mag nicht jeder von euch draußen Cell-Shading, aber hier kommt der so genial rüber. Vor allem, weil er dezent gesetzt ist. Der Wind ist frei, doch der Sand geht, wohin er weht. Nichts ahnend von der Welt. Wirbelnd auf dem Atem der Götter, ausgeliefert der Gnade des Sturms, der ihn erfasst. Was ist schon ein Sandkorn in der Wüste? Ein Korn mitten im Sturm. Übrigens, das ist nicht Farah, die da rennt. Hi. Ich sag doch, sie ist nicht hier lang. Weiter! Also die Nebensprecher haben so nicht so tollen Stimmen, aber die Hauptcharaktere sehr. Namen. Das ist mal eben die Synchronstimme von Heath Ledger, ne? Also, Leute. Und es gibt einen eklatanten Unterschied zu den Prince of Persia Spielen. Wir spielen keinen Prinzen. Wir sind wirklich so ein bisschen Halunke, ein Schulke. Und nein, das ist nicht Farah, wie gesagt. Ja, jetzt habe ich verkackt. Ich glaube, ich nochmal zurück. Hey, komm zurück! Wie heißt ihr? Meine Ruftaste? Jo, Hammer. Ach, so ging das? Jo, alles klar. Ach, Menno! Ich stell mich an, ey, wie...
wie sonst was heute hier wieder. Übrigens ist mir das doch noch ein Tuck zu dunkel, finde ich. Ich mach's euch noch ein bisschen heller. Jo, ist besser. Na, du sagst. Ich muss das alles noch. Na gut. So geht's auch. Und so geht's auch. Das ist eigentlich ein reines Geschicklichkeitsspiel. Es gibt auch vereinzelt Kämpfe, aber richtig schön gegen einzelne Gegner, das ist super. Kein Stress. Das findet der L gut. Okay, da sind's mal zwei. Hey! Kein Grund, fies zu werden. Lasst uns doch da. Aber ich glaube, die kommen nacheinander. Gut, ihr seid kein Freund vieler Worte. Jetzt wünscht ihr sicher, wir hätten darüber geredet, was? Hätte eine schöne große Fresse, wie super. Ja, und ihr könnt auch abhauen. Warum verfolgt ihr mich? Tue ich nicht, ich suche nur... Fahrer, hörte ich euch rufen. Ihr und eure Freundin solltet schnell weg. Freundin? Fahrer ist nicht meine Freundin, sie ist mein Esel. Ihr riskiert euer Leben für einen Esel? Ist ein guter Esel. Das und sie trägt ein Vermögen in Gold. Macht, dass ihr wegkommt. Wenn sie euch nicht bei mir sehen, ist alles gut. Hey, ihr da! Übrigens hat das Spiel verdammt schöne Details, wie ich finde. Was sie kann, können wir auch. Kriegen wir alles hin. Weil unser Protagonist ist sehr behende. Warum läufst du vor mir davon? Nochmal. Mist. Verkackt. Die Kamera ist so ein bisschen schnell eingestellt. Sollte ich... Mein Gott. Die ist mir wirklich ein bisschen zu schnell. Ich hau die Immersion hier so ein bisschen raus, wie ich weiß. Kann ich nicht. Schade. Ich dachte, ich kann die Geschwindigkeit ein bisschen ändern. Nö, muss ich mit leben. Na gut. Bisschen eichempfindlich. Ich würde mal gerne, dass du woanders hinspringst. Ach Mann, war es ja schön hoch, aber nach vorne hätte es auch getan. Mein Gott. So. Ah, er macht doch mal so einen Double Jump, wenn ich drauf drücke. Ja, gut, nein, das war's. Er hat nichts damit zu tun, nein! Wie habt ihr... Ich hab euch. Sie bewegen sich. Da lang. Kommt wir sollten besser hier weg. Wie habt ihr das gemacht? Ich weiß nicht. So, so. Und dass ihr zaubern könnt, ist nicht zufällig der Grund dafür, dass man uns töten will. Die wollen nicht uns töten. Die wollen euch töten. Gut, reden wir nicht darüber. Sagt mir nur, wie wir entkommen können. Nein, ich kann nicht fliehen. Ich muss zum Tempel. Lichtschattenspiel kommt auch ganz gut, finde ich. Klar, man merkt dem Spiel schon an, dass es 10 Jahre alt ist. Gebt sie frei! Ich bin gestürzt, mein Esel ist weg und irgendwer wirft mit Steinen. Treibt es nicht zu bunt. Gebt sie frei. Ja, eine herrlich Geisel. Große Fresse, ich finde das super. Die läuft doch vor euch weg.
Glaubt ihr, ihr könnt wieder laufen? Ja. Gut, dann wo ist der Tempel? Geht vor. Ich folge. Es geht so spielerisch auch so ein bisschen in Richtung Enslaved, wenn das einer von euch kennt. Odyssey to the West. Auch ein sehr unterschätztes Spiel, wie ich finde. Könnt ihr mal beim Dave auf dem Kanal gucken, der hat das Let's Played. Dave Dern TV. Hier ist sie, wir haben sie! Hey, halt! Wir tun euch nichts! Nett, ne? Hat schöne Kombos drauf, finde ich. Au. Ist ja verpeilt hier mit dem Block. Die Energie, die regeneriert sich mit der Zeit, glaube ich, wieder. Aua. Allerdings nicht, wenn man dauernd getroffen wird. Ihr werdet euch nicht zwischen uns und die Prinzessin stellen. Welche Prinzessin? Der ist von der Synchro scheiße. Eine Prinzessin? Man kann echt schöne Kombos zaubern, muss ich mal echt sagen, ja. Es ist vorbei. Du kannst nicht zurück. Warum lauft ihr fort? Ihr könnt nirgendwo hin. Der Kerl gibt nicht auf. Ich hoffe, ihr seid schwindelfrei. Auch ein cooler Move. Da Wolverine lässt grüßen. Unter dem Baum. Ihr betet einen Baum an? Und Fußspuren im Sand, das ist, war damals auch noch nicht so alltäglich. Also, schon coole Geschichte. Und auch mit dem Staub, der aufwirbelt. Aber doch, ihr doch, kommt doch von hier. Schnelleren kann ich leider nicht. Aber eine in sich stimmende Welt, stimmige Welt. Man kann rein technisch gesehen überall hin. Man braucht bloß eine bestimmte Anzahl von Orbs, dass man manche Tore aufmachen kann. Aber guckt euch das nochmal an, das ist doch Postkarte, oder? Also. Hammer! Das ist ein nettes Ding, das ist wirklich ein nettes Ding. Und nicht nett ist die Schwester von Scheiße, sondern ich find's gut. Das war Quatsch. Zum Glück hat er keinen Fallschaden, der Gute. Nehmt das Ende und drückt. Was ist in dem Tempel? Mann! Gibt es Gold da drin? Niemand verfolgt uns. Los, Beeilung! Wenn es kein Gold gibt, warum ist dieser Ort so stark geschützt? Na, weil es das Gefängnis von Ahriman ist. Ahriman? Das... Ahriman? Der große böse Gott der Dunkelheit? Was macht er? Töten, zerstören, kleine Kinder erschrecken? Wenn ihr es nicht am eigenen Leib erfahren wollt, solltet ihr mir dabei helfen. Wo ist Ahriman? Unter diesem Siegel. Ein Endsiegel war das doch mal. Für mich ist das eher ein Baum, aber naja. Danke, dass ihr mir bis hierher geholfen habt.
Aber jetzt solltet ihr gehen. Ihr wollt, dass ich einfach so... Elika! Bleibt hier. Ich regel das. Übrigens, wenn ein Spiel das Prädikat 1001 Nacht verdient, dann glaube ich dieses... Vater, nein! Ich flehe dich an! Vater? Okay, jetzt haben wir mal echt einen auf den Sack gekriegt. Ich hab ja aber bei Headbutts verteilt, jawohl. Nein! Vater, nein! Ich glaube, das war eine doofe Idee. Eine ganz, ganz doofe Idee. Vater! Verschwinden wir hier. Kommt! Wir brauchen... Jetzt erinnert es ein bisschen an Alice, finde ich. Madness Returns, meine ich. Das war kommt auch noch irgendwie als... eine Stunde Spiel bei mir hier. Mann, da muss man echt die Tasten ganz schön schnell hämmern. Ja, geht aber die Lebensenergie von ihm immer wieder ein bisschen hoch. Ist natürlich doof. Ja. Bisschen ist gut. Voll! Au. Vor allem, wenn ich den Kombo nicht schaffe. Also, den kriegt er besser gesagt. Der ist immer gut. Der ist immer gut. Aua! Musste der jetzt da sein? Ich kann das frei auch. Mann! Gerade irgendwie raus, aber total. Oh, Mann! Wieder verkackt. Das heißt, Lebensenergie wieder hoch von dem Deppen. Mann! Yeah.
Hallo? Kann er jetzt nicht sein hier? Okay, das war jetzt nicht so schlimm. Ah. Ich hab X gedrückt, verdammt. Bin jetzt wieder voll, wirklich halt. Okay, ich hab halt. Mann! Die tun übrigens schon echt die Finger weh langsam. Oh, Mann! Jetzt hat's geklappt, mal. Okay. Wenigstens mal was. Mann, ey, mein Zeigefinger, wie der den Trigger bearbeitet, der tut echt weh. Das war jetzt ein Gegner. Lächerhaft. Wir müssen hier weg! Ach was? Ja, ich bin dabei. Los! Los! Was sind das für Dinger? Ahrimanns Soldaten. Sie waren mit ihm gefangen. Ja, sieht aus, als hätten sie sich befreit. Ich hab eigentlich Konter gedrückt gehabt. Okay, jetzt bin ich langsam drin. Jetzt hier raus? Ja, oh, geht. Hoch da! Das war jetzt ein bisschen forsch, aber das ist so der Vorteil, wie gesagt, man kann da eigentlich ebenso wenig sterben. Scheimonig! Gehen ist gut, ich renne. Das ist irgendwie sinnvoller. Oh, cool. Ist dort jetzt wegen weh, aber so im Kreuz. Ich finde, jetzt sieht es noch cooler aus. Das haben es im Videospiel schon so oft gesagt. Also zu mir. Das nehme ich nie mehr ernst. Habt ihr Verwandte, die uns umbringen wollen? Oder ist es nur euer Vater, der die Welt zerstören will? Denkt ihr, ich habe das gewollt? Also, was tun wir jetzt? Wenn uns der große Gott der Dunkelheit nicht zerquetscht, natürlich. Er kann noch nicht entkommen sein. Nicht ganz. Der Tempel muss noch die Kraft haben, ihn zu halten. Etwas ist mit den fruchtbaren Gebieten geschehen. Wenn wir zu ihnen gelangen, können wir Ahrimanns Flucht vielleicht verhindern. Die fruchtbaren was? Dieses Land wurde geschaffen, um Ahriman zu binden. Diese Gebiete geben dem Tempel Lebensenergie. Und der Tempel nährt den Baum. Wir müssen ihn aufhalten. Wir müssen hier weg. Gut, flieht. Aber ihr werdet nicht weit kommen. Ich war auf dem Heimweg. Mit mehr Gold als man... Ich könnte Wein haben. Frauen... Teppiche, so dick. Jetzt hänge ich hier mit einer Teppichen. Verrückten Frau. Langsam. Mit welchem dieser Dinge machen wir was auch immer? In diesen Bereichen können wir die fruchtbaren Gebiete nicht erreichen. Wir müssen... Wir können sie eh nicht erreichen. Wir müssen zu diesen vier. Dann sehen wir weiter. Wenn ich nur diesen Esel fände. Teppiche, so dick, so dick. Mit Teppichen. Ich weiß auch nicht, was das jetzt soll.
Ja, wo können wir denn hin? Ach, die unteren können wir benutzen, dann nehmen wir doch das als Ziel. Fangen wir mal im Uhrzeigersinn an. Die Dame ist echt praktisch. Oh, es ist... bisschen franselig der Schatten, aber trotzdem finde ich, die sind ganz gut. Ah, es wirkt alles so ein bisschen bedrohlich, das ist wie schön. Hier gibt es nichts für uns. Hm, schade. Gucken wir uns mal hier um. Ey, da wirst du wohl hochkommen, jetzt mal ohne Witz. Ey, jetzt mal. Danke. Ich will gerade mutzen. Danke. Sie ist echt praktisch, die Braut. Sorry, das ist jetzt so. Ja, das geht nicht. Schade. Sorry, das ist so anfällig Brautsach, aber... wie ist das Mädel? Es ist verdammt cool. Was können wir da machen? Also es ist so ein bisschen, das weiß ich sogar, so ein bisschen Zelda-like. Ah, da ist ein Ring. Von wegen, dass wir auch nach und nach so Kräfte halt kriegen. Um bestimmte Bereiche halt einfach freizuschalten. Ey, eben da habe ich doch an dem Ring gehangen, oder? Jetzt mal ohne Witz. Warum hältst du dich da noch nicht fest, Junge? Naja. Wo geht's denn dann weiter? Geht's überhaupt hier an dem Teilstück weiter oder nicht? Oder wie oder was? Muss da irgendwas sein? Oder muss man da einfach mal so Richtung dieses Gebäudes? Ich versuch's mal. Wartet! Ah ja. Sie hat Migräne. Du weißt, worum ich dich bitte. Wenn dein Wunsch erfüllt ist, dann erfülle mir meinen. Kann dieser Tag noch schlechter werden? Die Verfluchten, Arimans Auserwählte. Vor 1000 Jahren haben sie hier geherrscht. Dieses Ding, diese Dunkelheit, war das? Das war Arimann. Jo, ne? Hey! Sehr schön. Die beiden sind schon ein cooles Paar. So, was Gameplay angeht, also ich möchte hier nicht irgendwas reininterpretieren. Lucky Kuppler. Das hätte ich eben brauchen können. Nein! Na, sind wir in dieses Schwarz reingekommen? Das sollte auch nicht in die Richtung, habe ich eigentlich auch gar nicht gesteuert. Mann! Ah, es hat noch gerecht. Sie kann da durchwatschen, das finde ich nett. Die Richtung zeigt uns an, dann gehen wir erstmal hier hin. Es ist wirklich ein bisschen wie, oh, das sieht so best. Also.
Weil er einen Monkey auch ganz gerne mal seine Begleiterin auf den Rücken. Passt auf! Gehen wir weiter. Komm ich da rüber? Drin ist in der Steuerung, geht's eigentlich ganz gut. Es ist so, naja. Ich weiß nicht, ob das hinhaut. Hey! Nein. Das war mir fast klar. Nein! Was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? Ich weiß es gar nicht, Leute. Mir geht's gut. Gehen wir. Nach links und A. Ja. Hilfe! Mehr habe ich nicht gedrückt. Das ist kein Witz. Vielleicht muss ich auf die richtige Höhe kommen. Ich weiß es nicht. Er macht nicht das, was er soll. Wie bisher ärgerlich. Bis hier klappt alles gut. Na gut. Irgendwie geschafft. Hier auch nochmal Mauerlauf und dann ans Gestrüpp. Weil manchmal stößt er sich halt auch so blöd von der Wand ab. Das finde ich ein bisschen... Jetzt klappt's! Was soll der Mist? Okay, alles cool. Jetzt mal gucken, jetzt müssen wir ein bisschen weiter hoch, ne? Jo. Wie sieht's zwischendurch Pause macht, finde ich auch irgendwie lustig. Moment, das muss ich erstmal koordinieren hier. Die Kamera will gerade nicht so wie ich. Hallo, hallo. Ey, danke. Okay, alles cool. Das fruchtbare Gebiet ist oben auf dem Plateau. Wir können die Reben benutzen, um dort hochzukommen. Dann finden wir einen Weg. Finden wir einen Weg? Wollte ich eigentlich eh. Das sehen wir dann. Super. Coole Grundeinstellung. Aber gucken, der Rest ist wurscht. So. Das ist der Alchemist. Ich glaube, wir haben gerade den Ausgang verloren. Wenn wir nicht über der Dunkelheit bleiben, verlieren wir mehr als das. Abwarten! Das steigt jetzt wahrscheinlich immer weiter an. Was auch sonst. Versucht euch nicht nass zu machen. Schnell, wir müssen darüber. Klar, aufs Dach klettern. Schwerkraft hat noch niemanden getötet. Also er ist echt behende. Kannst sagen, was du willst. Weiter, weiter. Bin doch schon dabei. Witzend, du Mädel. Bringt uns das weiter? Nein! Ah, verdammt. Dann halt hier mal her. Vielleicht geht's da weiter. Nee, sieht auch nicht gut aus. Das ist aber noch ein bisschen höher. Warum hast du mich nicht rübergeschleudert, Mädel? Das ist nicht mein Tag. Immerhin lebt ihr noch. Genau, so wollte ich das. Wohin? Ah, da. Wir müssen zu ihm. Ihn aufhalten. Hey, geht da doch mal weg. Na bitte. Ich würde sagen, das heißt nein. Jetzt geht's los. Oh oh. Kämpfen. Super.
erwähnt, ich kämpfe hier die Mauch. Übrigens rennt er im Block schneller, als wenn ich nicht blocke. Macht das Sinn? Ich eile gar nicht groß rum. Ich arbeite aus dem Block raus. Miest! Okay, das hat geklappt. Was? Das sieht vielleicht nicht so elegant aus, wie wenn ich immer die ganzen Akrobatik-Scheiß rumeier, aber... Kann er nicht einfach aufgeben. Aber ich komm klar. Lasst uns das beenden! Ich mach Buttonmashing, ich weiß. Lasst euch das eine Lehre sein! Was nun? Ich bin nicht sicher. Ihr seid nicht... Das ist gut, hört. Da sind Orbs, Leute. Jede Menge. Und wir müssen ja ganz viele sammeln davon. Das ist ja eigentlich so ein Spielziel. Holla. Was war das? Wie habt ihr... Hey. Alles klar. Es ist nichts. Das sieht man deutlich. Das fruchtbare Gebiet ist rein. Ahriman kann seine Energie nicht mehr nutzen. Also bleibt ihr gefangen. Nein, wir müssen die anderen fruchtbaren Gebiete heilen. Ja, ihr seid in bester Verfassung dafür. Ein Lichtkeim. Bringt mich zu einem Lichtkeim. ...60 Stück in diesem Gebiet wohlgemerkt. Hab Dank. Braucht ihr diese Dinge? Ich hatte das Gefühl. Ich wusste nicht, was zu tun war, als wir herkamen. Doch ich wusste, Ormast würde mir helfen. Ja? Hoffentlich hat er weiter so tolle Ideen. Und lasst uns ein paar von diesen Lichtkeimen mitnehmen. Finde ich auch eine gute Idee. Nee, halt. Nicht, dass da oben noch irgendwas ist. Steht da die Möglichkeit, dass ich mich festhalte irgendwo? Nee, nicht wirklich. Dann rutschen wir mal eine Runde. Hier ist noch einer. Du kannst dich doch da festhalten, oder? Nee, geht nicht. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, diese Kanten, das geht. Aber nein. Was wollte ich jetzt hier? Nein, das wollte ich nicht. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Gehen wir. Warum kann ich da nicht einfach rüberspringen und mich festhalten? Warum muss ich das so machen?
Das macht so gar keinen Sinn. Passt auf! Gehen wir weiter. Ja, gut. War nicht ganz so das, wie ich es, was ich vorhatte. Ich hätte jetzt gedacht, er hält sie an dem Holzbalken fest, aber nein. Hey! Mann, ich hab nicht gedrückt, ich hab gedrückt gehalten. Was soll der Mist? Los! Okay. So geht's. Ich will natürlich den Mist mitnehmen. Jo, jo, da ist auch noch was. Das war jetzt wirklich mein Fehler, weil ich zu spät auf der Taste. Ich weiß nicht, ob es an der an der Emulation liegt. Ich hatte das Gefühl, ich habe das schon mal flüssiger spielen können. Ist auch noch auf dem Zeug, Leute. Was soll das? Was war denn jetzt das wieder? Was machst du da, Kerl? Ich will da dann hochspringen. Einfach gerade. Einfach gerade hochspringen. Danke. Geht doch. Mann. Miesfisch. Warum hat das nicht gereicht? Danke. Hey! Jetzt hat's gereicht. Na gut. 15 von 60 haben wir schon. Ja, ich bin ja begeistert. Hallo! Es sieht cool aus, aber da wollte ich nicht hin. Da wollte ich definitiv nicht hin. Darum ist auch noch irgend so ein Scheiß. Soll ich dann aufkommen? Alles voll mit dem Gekröse. Ich habe keinen Schimmer, wie ich da hinkomme. Muss doch nochmal nach ganz oben, was? Naja, dann mal los. Da unten ist auch noch was. Ach Gott, ne? Ich habe auch gerade 15 oder 16 oder sowas. Das sind nicht viele. Aber ich glaube, ich gucke mir erstmal die oberen an, weil an die unteren kommt man, glaube ich, leichter. So frei nach dem Motto, runter kommen sie alle. Nein. Jetzt auch mal wieder orientieren. Jo. Alles gut. Jetzt hat's geklappt. Na gut. Wie komme ich an euch da ran? Das bezweifle ich, dass ich da mit so einem Wallrun hinkomme. Es ist auch so, dass man tatsächlich in dem Spiel einfach manchmal wirklich sehr viel später... Halt. Da war eins. Gibt mir das was, wenn ich hier irgendwie was mache? Gedöns.
Kannst du an den unteren Balken da ranspringen? Bringt mir das irgendwas? Ah ja, ich sehe schon. Ich glaube, mein Plan ist einfach richtig, wenn ich jetzt hier rüber springe. Bereit. Da noch Elekas Kräfte nehme. Jawohl. Netfil, Leute. Netfil. Ach komm, ey. Die Höhe wirst du wohl überstehen. Jetzt muss ich hier wieder hoch, oder was? Na Grütze. Na komm, und mit dir zusammen. Danke. Ich bezweifle, dass ich mit Wallrun weiterkomme. Naja, doch, es könnte funktionieren. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Ich versuche es nochmal mit einem etwas weiteren Absprung. Das war nix. Okay. War's doch. nur da hoch komme ich nie im Leben. Jetzt! Hast du mich gerade hier teleportiert, Mädel? Was? Ich will eigentlich auf das Rohr drauf. Wobei ich nicht mal weiß, ob das so wirklich als Objekt funktioniert. Okay, ich versuche mal was anderes. Ich versuche erstmal wirklich durchzurennen. Ah, da. Oder nicht so richtig. Nee, es geht nicht. Es geht so nicht. Erstmal ins Gemüse. So, an diesen Rohrdingern, da will er sich nicht so richtig festhalten. Hochschleudern tut sie uns auch nicht. Was machst du da, Keule? Was treibst du denn gerade? Hallo? Hallo? Wartet. Vielleicht ist das wirklich was sie erst wesentlich später haben sollte. Ich gucke, ob es hier unten noch irgendwas gibt, wo ich mich vielleicht festhalten kann. Ich dachte, das ist halt schon mal Fakt. Wir können nicht sterben. Das ist eine schöne. Da war er schon auf dem Boden irgendwie und das hätten wir eigentlich auch nicht killen sollen. Also wir sind immer noch Prinz, ne? Persia, auch wenn schurkentechnisch. Hab ich da gerade was übersehen? Moment mal. Festhalten! Nee, die Lampe hat mich irritiert. Ich hab gedacht, das ist ein Orb. Ah, da unten sind welche. Definitiv. Ich komme irgendwie an die ran. Ja, wie gesagt, runter müsste ja irgendwie gehen. Ich habe sie zumindest beide erwischt, oder? Oder zumindest einen. Einen habe ich erwischt. Ist mir zwar wing, aber naja. Warum ich da jetzt runtergefallen bin, das weiß ich allerdings auch nicht. Hallo! Los! Warum hättest du dich da nicht in den Sträuchern fest, mein Freund? Warum nicht? Nee, das war so ein bisschen daneben. Das war aber mein Fehler. Jetzt! Jetzt müsst's funzen. Jo. Danke.
Da ist nochmal Wallround technisch was. Da eventuell auch. Mein Gott. Ich lasse mir kurz runterrutschen. Also komplett. Um mir einen Überblick zu verschaffen. Komplett, habe ich gesagt. Ja. Hier lang. Das ist, glaube ich, die blöde Stelle, die mich vorhin schon genervt hat. Nee, war es nicht. Toll. Weil wir haben den Orb, insofern kann es uns eigentlich fast wurscht sein, aber... Hinten gibt es bestimmt auch noch irgendwelche. Muss man doch da unten auch irgendwie hin können, ohne gleich zu sterben. Also ich meine, es ist jetzt nicht die Mord... Mein Gott. Das ist nicht die Mordshöhe, wollte ich sagen. Also es müsste eigentlich gehen. Gut. Gehen wir. Jo, ihr seid schwerer, als man denkt. Dabei hat er die Stimmlage gerade so schön Wartet. Verändert. Ja, ist klar. Wenn wir irgendwelche Ringe ziehen müssen, geht's ohne sie nicht. Also sie hat scheinbar echt ordentliches Gewicht. Das war jetzt gerade ein bisschen mies. Man macht sich nicht über das Gewicht von Frauen lustig. Schatz, habe ich zugenommen? Nein, hast du nicht. 5 Minuten später. Schatz, habe ich wirklich nicht zugenommen? Nein, hast du wirklich nicht. Nochmal 10 Minuten später. Schatz, habe ich wirklich, wirklich, wirklich nicht zugenommen? Ja, vielleicht ein ganz kleines bisschen. Oh, du bist so gemein! Entschuldigung. Blöder Witz, ich weiß. Rettet mich! Rettet mich! Das müsst ihr mir unbedingt auch beibringen. Nein, ah. Aber er hat relativ viele Sprüche dafür. Finde ich gut. Ich wollte eigentlich einen Wallrun machen. Jo, so schöner. Da können wir noch was holen. Ey, ich habe keine Taste gedrückt, Leute. Jetzt ohne Witz. Da scheint aber nichts mehr zu sein. Ah, das ist der Eingangsbereich wieder, würde ich mal meinen. So habe ich das nicht gedrückt. Also ich weiß es wirklich gerade nicht, ob das an der Emulierung liegt oder... wiederum nicht. Das war knapp. Man muss ja B drücken, um sich da festzuhalten an dem Ring. Warum hat es jetzt geklappt? Ich raff's nicht. Alles klar. Hilfe! Warum hat er jetzt den simplen Sprung gerade nicht... Naja. Ich mag das Spiel trotzdem auch, weil ich ein bisschen rummutz. Das Spiel ist cool. Ist das Glibber? Ja, ich wollte gerade dran hochklettern. Klappt ja bei Glibber nicht. Ich wollte nur auf den Balken drauf. Mensch! Ich habe keinerlei Taste gedrückt, nur nach oben.
Ja. Wie jetzt auch übrigens. Jetzt ist das hier da irgendwie zurückspringen oder sowas? Nee. Das bringt wohl gar nichts. Ich würde hoch gerne. Wir betreten die Zitadelle. Wenn die Verdammten zurückkehren, wird der Jäger hier sein. Was ein Jäger? Das fruchtbare Gebiet ist oben auf dem Turm. Und das können wir erreichen? Ja. Dann lasst uns auf diesen Turm steigen. Da wird's nichts werden. Ob ich will oder nicht. Das sieht besser aus. Ich würde gerne rum. Irgendwie. Mädel. Du machst dich gerade kirre. Ich sehe nichts. Nö. Ich soll doch da einfach rüber. Jo, müssen wir. Da sind Kletterranken, alles klar. Übrigens, wie schön, wie da detailmäßig Blüten runterfallen ist. Ja. Es hat wirklich ein paar echt interessante Akzente, das Spiel. Na, Elika, das war fast zu weit. Hallo, ich hab gedrückt gehalten. Menschenskinder. Jo, besser. Das mit dem Wallrun kommt auch nicht so, also leider nur so zu 50%. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist wirklich ein bisschen ärgerlich. Hau ab, du Suppe. Manchmal läuft's die Butter, ne? Ich raff's nicht. Ich schieb das jetzt mal echt auf die Emulierung, aber will ich eigentlich gar nicht. Krass. Hat Tuck zu spät reagiert. Da wollte ich eigentlich überhaupt nicht hin. Okay, ging noch. Wollte ich gerade noch abgefangen. Da muss ich mit Elikas Hilfe hin. Jo. Es ärgert mich so ein bisschen. Ich weiß, was ich tun muss, ne? Aber es funktioniert halt einfach nicht. Bisschen ärgerlich. Wo bist du denn? Eine Falle. Alles Gollum 2.0? Hoffe ich. Nee, das ist eher Freddy Krüger 2.0. Er kämpft immer noch. Ach, wirklich? Mensch, Mädel. Sei doch nicht so ein Scheiß. Doch. Was machen kann ich? Läuft. Haut ab, Feigling.
Hey, wird euch das jedes Mal so schwächen? Ich weiß nicht. Ich habe Ahriman vorher noch nie vertreiben müssen. Na gut. Sie braucht mal wieder Lichtkristalle. Wir brauchen jetzt langsam Feierabend. Ich finde es ein schönes Spiel, auch wenn ich ein bisschen rumgemault habe. Es ist eine schöne Mischung zwischen verschiedenen Genres. Und der Stil ist halt einfach Sprecher, Grafik, Story. Haut einfach hin. Bauchnabel von Elika. mir gefällt es. Ich mochte das Spiel. Leute, das war's mit ein Spiel, ein Bier und der Stunde Zeit. Ich wünsche euch was. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und haut rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.